Meine Damen und Herren, Vertreter der Medien, wir dürfen Sie alle ganz herzlich begrüßen, die meisten von Ihnen schon zum zweiten Mal, weil Sie heute Morgen bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an Bundeskanzler Scholz dabei waren. Zum Prozedere jetzt. Wir werden nur die erste zu überreichende Urkunde an den Vizekanzler, Herrn Habeck, vorlesen. Und im Übrigen werden die Ministerinnen und Minister der Reihenfolge nach, der protokollarischen Reihenfolge nach, aufgerufen und werden hier die Ernennungsurkunde entgegennehmen. So, Herr Dr. Robert Habeck, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich verlese die Ernennungsurkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 64 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Dr. Robert Habeck zum Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin, den 8. Dezember 2021, der Bundespräsident, die Unterschrift. Herzlichen Glückwunsch, Herr Habeck. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Herr Robert Habeck, gerne. Superminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Medien ihr Bild bekommen. Und er wird Vizekanzler, das habe ich gerade schon gesagt. Er ist damit der starke Mann der Grünen in der künftigen Bundesregierung. Herr Christian Lindner, Bundesministerium der Finanzen. Jetzt kommt, ja, man möchte sagen, der starke Mann der FDP-Fraktion, der neue Finanzminister. Sie nehmen sich die Urkunde. Christian Lindner, dass der FDP-Parteivorsitzende das Finanzministerium will, das hat er ja schon früh und unmissverständlich klar gemacht, auch wenn die Grünen ebenfalls Interesse angemeldet haben. Das wird bei der FDP als großer Erfolg gewertet. Bundesministerium des Innern und für Heimat. Jetzt eine Überraschung aus der SPD-Ministerriege. Nancy Faeser aus Hessen, die dortige Landes- und Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag in Hessen, wechselt in die Bundespolitik und wird neue Innenministerin und damit die erste Frau auf diesem Posten und die erste SPD-Innenministerin seit Otto Schily. Frau Annalena Baerbock, Auswärtiges Amt. Annalena Baerbock, Kanzlerin wollte sie werden, jetzt übernimmt sie das Auswärtige Amt. Damit wird die noch grüne Chefin ja die erste und jüngste Außenministerin der deutschen Geschichte. Und die Grünen, die besetzen nach 16 Jahren, nach Joschka Fischer zum zweiten Mal dieses Ressort. Ja, der internationale Klimaschutz soll unter ihr im Auswärtigen Amt eine größere Rolle spielen. Und es sind auch neue Akzente bei Krisen, wie beispielsweise an der Grenze von Polen und Belarus, zu erwarten. Marco Buschmann ist das von der FDP, der neue Justizminister, ein enger Vertrauter von Christian Lindner, war in der letzten Legislatur parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion und jetzt also im Justizministerium. Herr Hubertus Heil, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und es ist der einzige Hubertus Heil, der auf seinem alten Posten bleibt. Als Arbeits- und Sozialminister wird er dieses Ressort, einige Herzensthemen der Sozialdemokraten, weiter beackern. Und Olaf Scholz hat zu ihm gesagt, am Montag, als die Minister präsentiert wurden, ein Schlachtross, ein Niedersachsenross zu Hubertus Heil. Und damit, das war wohl als Kompliment durchaus gemeint. Bundesministerium der Verteidigung. Christine Lambrecht übernimmt jetzt das Verteidigungsressort. Das war durchaus eine Überraschung. Sie selbst sagte am Montag bei der Vorstellung, dass für viele die Nominierung ja eine Überraschung sei. Sie selbst sehe darin einen großen Vertrauensbeweis. Eigentlich hatte sie sich ja aus der Politik schon verabschiedet, hat sich nach 22 Jahren im Bundestag gar nicht mehr für ein Mandat beworben. Aber jetzt die neue starke Frau im Verteidigungsministerium. Herr Cem Özdemir, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Cem Özdemir, eine Überraschung, zwar nicht als Minister, aber vielleicht auf diesem Posten. Da hatte man eher Anton Hofreiter, den Fraktionschef, erwartet. Aber Cem Özdemir ist einer der bekanntesten und beliebtesten Grünen auf Bundesebene. Er hat das beste Ergebnis, das beste Erststimmenergebnis in seinem Wahlkreis in Stuttgart geholt. Und er ist der erste Deutsche mit türkischen Wurzeln in einer Bundesregierung. Eine Überraschung bei den Grünen, Anne Spiegel, ist das. Sie kommt aus Rheinland-Pfalz, war dort stellvertretende Ministerpräsidentin, auch schon Familien- und Integrationsministerin und jetzt zuletzt Umweltministerin, bringt viel Ampelerfahrung mit aus zwei Ampelregierungen aus Rheinland-Pfalz unter Malu Dreyer und kennt Volker Wissing im Übrigen sehr gut. Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesministerium für Gesundheit. Und Karl Lauterbach, darüber ist ja auch viel spekuliert worden, macht Olaf Scholz ihn zum Bundesgesundheitsminister. Und am Montag sagte Olaf Scholz,
Viele wollten ihn, jetzt wird er es tatsächlich. Es war sozusagen fast eine Volksabstimmung. Karl Lauterbach, der allerdings jetzt das anpacken muss, die Pandemie zu bewältigen. Gerade in dieser Woche wird ja das Infektionsschutzgesetz erneut geändert. Volker Wissing ist das, der Verkehrsminister. Da hatte man eigentlich erwartet, dass das den Grünen zugeschlagen wird. Eine Überraschung. FDP-Generalsekretär für Verkehr und Digitales zuständig in der künftigen Ampel-Bundesregierung. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und Steffi Lemke für die Grünen, die neue Umweltministerin, war lange Jahre politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, ungewöhnlich lange, über 10 Jahre. Hat auch Proporzgründe, dass sie in die erste Reihe wieder vorrückt, denn sie ist gebürtig aus dem Osten und gehört dem linken Parteiflügel bei den Grünen an. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und jetzt eine Frau, die bei der FDP eine steile Karriere hingelegt hat. Herzlichen Glückwunsch. Nehmen Sie sich die Urkunde bitte. Neue Bildungsministerin und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie ist erst seit 2007 im Bundestag, erst als Finanzpolitikerin, wurde jetzt parlamentarische Geschäftsführerin zuletzt. Bundesministerium für Wirtschaft und jetzt die neue Bildungsministerin. Ja, Svenja Schulze wechselt das Ressort vom Umweltministerium, das ja den Grünen zugeschlagen wurde, wechselt sie jetzt ins Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dieses Ministerium hat ja auch eine SPD-Tradition, wenn man beispielsweise an Heidemarie Wiczorek-Zoll denkt oder auch an Erhard Eppler. Frau Clara Geiwitz, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Ja, Clara Geiwitz, auf bundespolitischer Ebene vielleicht nicht ganz so bekannt, kommt aus Brandenburg, saß dort im Landtag, ist bundespolitisch vor allem deswegen bekannt geworden, als sie 2019 ja zusammen im Duo mit Olaf Scholz sich um den Parteivorsitz bei der SPD bewarb. Das hat damals nicht geklappt. Jetzt ist sie im ersten Kabinett von Olaf Scholz neue Bauministerin und damit ja das neue Ressort, dieses neue Haus, das ausgegliedert wurde aus dem Innenministerium, jetzt wieder ein eigenständiges Ministerium. Ja, und jetzt Wolfgang Schmidt, ein Vertrauter von Olaf Scholz seit langem, der jetzt Chef des Bundeskanzleramtes wird. Danke. So. Ich glaube, jetzt darfst du dich aufsetzen. So, die Ernennungsurkunden sind alle überreicht. Und jetzt erwarten wir das, was der Bundespräsident, was Frank-Walter Steinmeier diesem neuen Ampelkabinett, der neuen Ampelregierung, der ersten auf Bundesebene, mitgeben wird ins Amt. Herr Bundeskanzler, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, ich gratuliere Ihnen zum zügigen und erfolgreichen Abschluss Ihrer Koalitionsverhandlungen und ich beglückwünsche Sie noch einmal herzlich zu Ihrer heutigen Ernennung. Sie tragen jetzt die Verantwortung für unser Land und für mehr als 82 Millionen Menschen. Sie haben sich in Wahlen um Verantwortung beworben und Sie stellen sich dieser Verantwortung in schwieriger Zeit. Sie haben sich viel Fortschritt, viel Reform und viel Veränderung vorgenommen. Ohne Zweifel steht Deutschland vor großen Herausforderungen, ob Klimawandel oder Digitalisierung, internationaler Wettbewerb oder Migration. Unsere Antworten heute, sprich Ihre Antworten der nächsten Jahre, werden das künftige Gesicht unseres Landes prägen. Ihr Ziel ist mehr Klimaschutz, eine schnellere Energiewende, der Umstieg auf klimaneutrale Wirtschaft, allein das ein Projekt von immensem Ausmaß. Darüber hinaus haben Sie verabredet, den Start zur Digitalisierung, Wohnungen zu bauen, die Rente zu sichern, Wissenschaft und Innovation zu stärken, das Staatsbürgerschaftsrecht und das Familienrecht zu erneuern, und vieles andere mehr. Kurzum, Herr Bundeskanzler, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, Ihre Botschaft ist klar. Es sollen Jahre der Veränderung werden. Und dafür haben Sie ein
starkes Mandat der Wählerinnen und Wähler, und dafür haben Sie eine solide Mehrheit im Deutschen Bundestag. Mit Ihren Vorhaben wollen Sie aufs Neue den Beweis antreten, unsere Demokratie lernt, sie kann Veränderungen. Und Sie starten mit guten Voraussetzungen. Die Demokratie ist Deutschland stark. Das hat der gute demokratische Übergang der vergangenen Monate noch einmal gezeigt. Begleiten wird Sie bei Ihren Vorhaben aber auch die Frage, wie kann große Veränderung mit Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt im Einklang bleiben? Veränderung, das trifft die Erwartungen und weckt die Hoffnungen der einen. Bei anderen schürt es Veränderung, schürt sie auch Unsicherheit und Zweifel. Die Mehrheit hat Ihnen ein Mandat für mutige Schritte des Wandels gegeben, aber wer mutig vorangeht, wird Sorge dafür tragen, dass die weniger starken Schritt halten können, dass die Menschen, für die Veränderung Verlust bedeutet, auch Neues gewinnen können. Herr Bundeskanzler, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, neben großen innenpolitischen Vorhaben werden Sie Verantwortung für das Handeln unseres Landes in Europa und in der Welt tragen. Deutschland ist keine abgelegene Insel, weder sind wir autark, noch wollen wir es sein. Wir stehen im Zentrum Europas und tun gut daran, bei der Vermessung unserer eigenen Interessen die Interessen unserer Nachbarn zu berücksichtigen. Aber wenn wir heute einen Blick auf die Welt werfen, längst nicht alle Linien verlaufen hin zu stärkerer internationaler Zusammenarbeit, zu größerer Verständigung und Entspannung, zu mehr Vertrauen und Frieden. Im Gegenteil. Es drohen neue Konflikte, neue Angriffe auf die Freiheit und neue Gefahren für den Frieden sogar auf unserem Kontinent. Gefahren, die wir nicht unterschätzen dürfen und die wir nicht ignorieren können. Die Welt schaut auf unser Land. Die Erwartungen an Deutschland sind groß. Unsere Verlässlichkeit, unser Einstehen für Regeln und Zusammenarbeit, für die liberale Demokratie und für das vereinte Europa, für den Frieden und unsere Sicherheit im Bündnis, all das wird Ihnen viel Zeit und Mühe abverlangen. Herr Bundeskanzler, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, die Realität der Pandemie im Herbst 2021 ist bitterernst. Jeden Tag sterben wieder viele Menschen auf Intensivstationen. Viele Krankenhäuser sind überlastet und das medizinische Personal ruft um Hilfe. Die Bundeswehr muss einspringen, um Intensivpatienten mit dem Flugzeug zu verlegen. Ich weiß, Sie, die neue Bundesregierung, nehmen die große Verantwortung ernst, die jetzt auf Ihren Schultern lastet. Die Menschen hoffen darauf, dass Sie Führung zeigen und gemeinsam mit den Ländern die notwendigen Maßnahmen ergreifen. In der akuten Notlage kommt es darauf an, nicht auf die Lautesten zu hören, sondern dafür zu sorgen, dass uns die Pandemie nicht ein weiteres Jahr fest im Griff hält und öffentliches Leben wieder selbstverständlich werden kann. Und zu unseren Landsleuten sage ich, wir alle spüren, wie sehr jetzt Regierungen, Parlamente in Bund und Ländern gefordert sind, um die akute Gefahr abzuwenden. Und zu Recht erwarten sie konsequentes Handeln. Aber diese Krise fordert nicht nur Politik. Sie fordert uns alle. Kommt auf jeden von uns an, denn wir alle sind die Bundesrepublik Deutschland. Die große Mehrheit handelt seit vielen Monaten solidarisch. Vielleicht hat uns die Pandemie von Neuem gelehrt, wie sehr abhängig wir von anderen sind und wie abhängig andere von uns. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen für uns selbst, aber auch für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben es in der Hand, jetzt und ganz konkret unsere Kontakte zu reduzieren, uns impfen zu lassen. Unser Land muss jetzt zusammenstehen, um die vierte Welle zu überwinden, um zu verhindern, dass es jemals wieder so weit kommt. Die nun diskutierten Maßnahmen von einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht sind wirklich kein gesetzgeberischer Alltag. Wie immer laufende und zukünftige Gesetzgebungsverfahren ausgehen werden, sie werden
das Instrumentarium zur Bekämpfung der Pandemie schärfen und ja, auch Druck auf ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Niemand in Regierung und Parlament wird sich die Entscheidung über solche Fragen leicht machen. Umso mehr bitte ich alle, gerade in dieser angespannten Lage sollten gute Argumente sprechen. Nicht Verachtung, nicht Wut, schon gar nicht Hass, wie wir ihn zuletzt nicht nur auf Straßen und Plätzen, sondern auch vor privaten Wohnungen von Politikern gesehen haben. Bei allem Streit und bei allen Zweifeln, bei allen Wunden, die diese Pandemie geschlagen hat, wir wollen uns auch nach der Krise noch in die Augen schauen können. Denn auch nach der Krise sind wir noch ein Land, eine Bundesrepublik Deutschland, sind wir noch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Nachbarn und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder. Auch wenn wir zu einzelnen Maßnahmen unterschiedlicher Meinung sind oder sein sollten, lassen wir nicht zu, dass die Pandemie uns dauerhaft auseinandertreibt. Herr Bundeskanzler, verehrte Bundesministerinnen und Bundesminister, trotz Corona ist Ihnen in diesen Tagen der gute Wille der allermeisten Deutschen sicher. Der Start Ihrer Regierung wird mit Neugier und Hoffnung begleitet. Und ich spreche ganz sicher für die große Mehrheit unserer Landsleute, wenn ich Ihnen für Ihre Aufgaben jeden Erfolg und eine glückliche Hand wünsche. Zum Wohle unseres Landes. Herzlichen Dank und nochmals herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt Foto. Ja, das war die kurze Ansprache von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Wir wollen uns auch nach der Krise noch in die Augen schauen können. Das hat er natürlich nicht nur dem Kabinett mitgegeben und hier dem Bundeskanzler Olaf Scholz, sondern uns allen in dieser Krise, in dieser Pandemie. Das müssen Bund und Länder anpacken, hat Frank-Walter Steinmeier gesagt. Aber jeder Einzelne ist natürlich auch dafür verantwortlich, beispielsweise sich an Kontaktbeschränkungen zu halten. Und natürlich ist diese Woche vollgepackt auch im politischen Berlin. Unter anderem wird im Bundestag ja derzeit gestern und auch am Freitag eine weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten. Ja, und jetzt sehen wir die Ministerinnen und Minister dieser neuen Bundesregierung sich jetzt noch mal zum Gruppenfoto auf. Natürlich alles mit einem entsprechenden Corona-Abstand. Und hier sehen Sie auch die Fotografen und die Kameras. Das ist natürlich das Bild für diese neue Legislatur, für diese erste Ampelkoalition auf Bundesebene, die jetzt alle vom Bundespräsidenten ernannt. 17 Mitglieder hat diese Bundesregierung, den Bundeskanzler und im Kabinett dann 8 Ministerinnen und Minister. Insgesamt kommen 8 Vertreter aus dieser Bundesregierung von der SPD, 5 von den Grünen und 4 von der FDP. Olaf Scholz hat gesagt, dieses Bild werden Sie alle vielfach unterschreiben. Ja, und da war das Mikro noch offen des Bundespräsidenten. Ja, das ist ein Foto tatsächlich. Da wird die eine oder der andere Minister häufig noch seine Unterschrift drunter setzen, zur Erinnerung vielleicht auch für den einen oder anderen. Ja, und jetzt geht es natürlich, nachdem das Ganze hier vollzogen ist, weiter im Programm. Denn noch ist ja nicht alles erledigt für diese neuen Regierungsmitglieder tatsächlich, sondern die müssen ja jetzt alle wieder zurück in den Reichstag fahren und dort noch vereidigt werden von der Bundestagspräsidentin von Bärbel Baas. Viel Zeit übrigens natürlich wird man sich heute nicht nehmen. Es stehen ja noch die Amtsübergaben an, beispielsweise im Bundeskanzleramt die Amtsübergabe von Angela Merkel an Olaf Scholz. Der muss sich heute besonders beeilen, weil er ja auch noch sein eigenes Ministerium, das Bundesfinanzministerium, übergeben muss an Christian Lindner. Und es sind noch weitere Amtsübergaben in den verschiedenen Ministerien heute geplant. Deswegen sehe ich jetzt auch hier, fahren schon wieder die Dienstlimousinen hin und her. Und heute Abend um 18 Uhr, das vielleicht noch kurz abschließend gesagt, findet noch die konstituierende Sitzung des neuen Kabinetts statt. Ja, das war's
hier aus dem Bellevue. Deswegen gebe ich ganz schnell wieder in den Reichstag zu meinem Kollegen Erhard Schärfer.